Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute ist der 9.10. und genau vor 412 Jahren ist an diesem Datum absolut überhaupt nichts passiert. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Heute ein kleines Abenteuer mit Steffi. Natürlich gehen wir wieder looten, aber vorher bauen wir ein wenig an der Pinte rum. Ich würde mir da auch noch wünschen, das war auch ein Wunsch aus der Community, eine Terrasse mit einem Grill und natürlich noch ein paar Sitzgelegenheiten, damit wir nicht immer nur drinnen sitzen müssen. Bei mir regnet es ja immer, wenn ich da bin, also ist drinnen eigentlich besser, aber mal schauen, wie das Wetter heute ist. Ne? Also eine Terrasse wird auf jeden Fall gebaut, ist nicht so viel Arbeit und wie gesagt, das schmücken wir noch ein bisschen hübsch aus, gehen dann eventuell noch ein bisschen Airdrops looten oder irgendwas anderes, was wir gerade so machen. Ich warte ja noch auf Freitag, vielleicht kommt ja ein schicker Patch, aber da habe ich bis jetzt noch nicht viel mitbekommen auf den Testservern. Nicht, dass sie sich gerade ausruhen auf ihren Lorbeeren, die Entwickler, ne? Welche Lorbeeren auch immer. Gut, kommen wir zu den Top-Kommentaren des Tages, damit ich nicht wieder 1000 Stunden im Startbild laber. Das erste wäre vom lieben, schwerer Name, Schaufbock Kaiser. Da steht nicht Schafbock, da steht Schaufbock. Oh Mann, was für eine geile Verpeilung. Ich liebe deine Videos und bin stolz auf deinen Server dabei zu sein. Mach weiter so. Das mit der Verpeilung, ich gebe mir eigentlich große Mühe, aber umso mehr Mühe ich mir gebe, desto verpeilter bin ich einfach. Ah, Mann, ich bin halt sorry verpeilt manchmal. Gut, das zweite Top-Kommentar des Tages ist von Luisa Hausknecht. Sie schreibt, hab deinen Kanal vor kurzem durch Zufall entdeckt. Ich muss sagen, dass es sehr angenehm ist, abends dich bei den Lootgängen zu begleiten. Mach weiter so, hast mit mir eine treue neuen Zuschauer gewonnen. Ah, schön. Und ich wünsche dir weiter regen Zuwachs. Du hast es echt verdient, mehr Abonnenten zu bekommen. Man merkt dir, man merkt bei dir, dass du es gerne machst, Videos unabhängig vom Geld. Oh, mehr abzeigen habe ich nicht gedrückt. Hut ab für die Leistung, da stand glaube ich nicht auf viel. Dankeschön, Luisa. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Und wie gesagt, es geht mir hier nicht um die Moneten. Donation-Link ist in der Beschreibung. Sorry, das muss jetzt sein. Und deswegen auch nur einmal Werbung. Also, ich gucke selber YouTube-Videos viele, aber ich hasse Werbung und möchte euch damit nicht bombardieren. Auch wenn ich sehr, sehr oft geschrieben bekomme, dass ich in der Mitte doch mal einen Werbespot machen könnte. Aber irgendwie will ich das einfach nicht. YouTube macht gerade sowieso ein bisschen Ärger, was Werbung betrifft. Da müssen wir uns jetzt selber einstufen und Videos selber kategorisieren, ob da Waffengewalt drin ist, Blut, Verletzung und sowas. Und ich finde das gerade ganz tricky, da viel Werbung reinzumachen. Also ich würde überhaupt keine. Also ein Werbespot nur, weil ich im Netzwerk bin, weil die wollen ja was verdienen. Ansonsten würde ich tatsächlich sogar nicht mal die Werbung schalten, ehrlich gesagt. Aber ich muss. Gut, ich habe noch ein drittes Top-Kommentar des Tages. Das war nicht Bild 1, das war Bild 2. Und das ist vom Frank May. Tim, was soll ich sagen? Ich weiß nur eins, wenn ich mal einen Unfall habe, möchte ich nicht von dir ins Krankenhaus gefahren werden. Wir sind gleich da, durchhalten. Am besten wir nehmen die Abkürzung durch den Wald. Biegen mit 80 in den Wald ein und heizen mit 50 durch den Wald. Peng, gegen den Baum. Oh Gott. XD, ansonsten, wie immer, spaßige abendliche Unterhaltung. Grüße. Ja, gut. Der Frank May hat dann, also der Keimer, ich nenne ihn mal so, hat darauf geantwortet und dann im Krankenhaus merken, dass der Patient vergessen hat. Okay, ich muss euch eins sagen, auf der Arbeit bin ich natürlich nicht wie in Scum. Ne? Außerdem bin ich kein Fahrer. Ich bin ja der Chef vom Rettungswagen als Notfallsanitäter. In der Regel, außer wir sind zwei Notfallsanitäter, dann darf ich auch mal fahren. Aber in der Regel bin ich eigentlich zu 99% auf dem Beifahrersitz. Also keine Sorge. Und wenn wir fahren, dann bin ich hinten beim Patienten. In Wirklichkeit kann ich aber auch gut Auto fahren. Also ihr könnt meinen Sohn fragen. Gut, gehen wir auf den Server, gucken wie das Wetter ist. Aber wir schauen erst mal, wie viele Spieler online sind. 10. Server Minen. Nein. Fortsetzen. Und abonniert und keine Folge mehr verpassen, meine Lieben. Ah, ich liebe das. Das kann so Werbung machen. Ich habe mich langsam dran gewöhnt, Werbung zu machen. Abonniert meinen Instagram-Account, abonniert meine Facebook-Seite. Was habe ich denn noch alles? Kauft bei elfster.de mein Merch. Was gibt's noch alles? Was kommt, Tim? Mietet auf Nitrado den Server, den es doch nicht gibt für Scum. Alles meine Seiten. Gut. Wir gehen gleich über los, oder? Wir haben die Tasche noch voll. Oh, die Kalorien gehen langsam runter, deswegen kann ich jetzt auch das Pilzchen essen. Fangen wir erstmal an mit Essen. Ich habe eine richtig gute Laune. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt erstmal ein paar Tage frei habe. Diese verfluchten Pilze. Piet, Mann.
Diese verfluchten Pilze. Die sind so groß. Die sind so groß und man isst so lange da dran. So, jetzt habe ich hier wieder Munition. Wir sortieren erstmal. Ein klassisches Sortieren. Das ist auf jeden Fall Mensch hier. So. Haben wir davon welche? Ja. Wartet mal, die können wir stacken. Haben wir fast sogar ein Magazin voll mal, ausnahmsweise. Die kann ich stacken. Das ist ja alles immer K98 Munition, ne? Aber wir haben schon ein gutes Lager, was Munition betrifft. Also, aber das ist immer noch so eine Sache, die etwas schwerer zu finden ist, finde ich, Munition. Selber bauen ist natürlich ein Segen, aber dafür brauchst du so viele Kack-Skill-Punkte, die werde ich irgendwie nie bekommen, gefühlt. So, erstmal schön machen. Der Server startet in 1 Stunde genau jetzt neu, also das schaffen wir heute. So, eine Bandage, die nehme ich mal mit. Das ist keine Munition. Jetzt habe ich hier einen Pfeil. Was für ein Kack. Was ist denn das für einer? Metallpfeil? Wisst ihr was? Der ist Munition. Den tun wir hier drin. So, die behalte ich da drin, das behalte ich da drin, das behalte ich da drin, das behalte ich da drin. Und safe. Gut, dann können wir ja loslegen. Reparieren muss ich noch ganz viel hier. Ich sehe das schon. Haben wir unser Buttermesser, das ist ja das perfekte Werkzeug zum Reparieren. Was das jetzt schon wieder da rumfliegt? Irgendein Gewehrteil. 14, 12, 11. Oh Gott. Das können wir später machen. Tür ist in Ordnung. So. Okay, so sieht das hier aus. Warum dampft denn der Karren schon wieder? Als ob ich Unfälle gebaut hätte. Das ist doch gar nicht realistisch. Also ich habe überhaupt keine Unfälle gebaut die letzten Stunden, Tage, Wochen. Verstehe gar nicht, warum der dampft. So. Ansonsten wollte ich euch irgendwas erzählen. Ich habe es natürlich komplett vergessen. Wie gesagt, ich habe heute schön frei. Ach so, das mit der SSD. Ne? Also ich musste leider den Server wieder von den Donations bezahlen. Weil mein Kontostand jetzt auch nicht mehr der hyper-mega-tollste ist. So viel Ehrlichkeit bin ich. Also ich bin immer ehrlich zu euch. Ne? Ich bin wieder mal pleite, aber es liegt einfach daran, dass ich eine doofe Ecke bezahlen musste. Und jetzt erstmal, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich muss wieder geizig leben, erstmal ein paar Tage. Ne? So ist es aber. Und das kann ich eigentlich ganz gut. Habe da schon Übungen drin. So, und da ist mir heute was eingefallen. Ich hatte doch damals einen PC gekauft. Einen PC gekauft, der doch kaputt war, ne? Bei eBay. Da hat so geraschelt und gerattert und getackert. Und da ist mir heute eingefallen, weil der so in der Ecke stand. Bau den doch mal auseinander. Da ist eine 120 GB SSD-Festplatte drin gewesen. Eine günstige Intenseo oder wie das heißt. Intesio, die Marke, ich weiß nicht, wie der heißt. Und, ich habe noch gar nicht angebaut und fange an. Baumschimmer so. Und da ist wirklich 120 GB Festplatte drin gewesen. Die habe ich jetzt in den PC eingebaut. Und die nutze ich jetzt mal als Aufnahmefestplatte. Heute Abend werde ich wahrscheinlich eine Folge im Voraus aufnehmen für morgen, obwohl ich nicht arbeiten muss. Aber ich will mal wieder so eine Drohnenrundflugfolge machen, gerne. Und, eine 4K-Aufnahme austesten. Das nur so aus Test, aus Spaß. Jetzt nicht, dass ich immer in 4K aufnehmen will. Die Dateien werden wahrscheinlich mega groß sein. So, ich suche gerade, was ich machen will, weil ich quatsche die ganze Zeit. So, blöd ist nur, dass man. Ich könnte die absenken, ne? Die kann ich nicht. Kannst du nur so. Ich guck noch mal. Einmal setzen. Aber das sieht doof aus. So, jetzt will ich sie nicht bauen, ehrlich gesagt, weil jetzt weiß ich nicht, wie sie ist. Nimm doch mal die Fäuste runter, Steffi. Also, was ich mir noch wünschen würde, wären echt Treppen, ne? Das wäre echt toll. Wenn die hier so Treppen reinmachen würden, dass man da mal hochlaufen kann. Wenn wir jetzt alle zu der Pinte kommen, müssen wir erstmal springen. Das finde ich voll blöd. Und jetzt eine Treppe aus Foundations bauen, wird echt scheiße aussehen, ne? Ich hab auch mal Huhu. Denn, 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 denn. Machen wir ganz entspannt heute. Wie gesagt, ich habe frei. Ich will heute noch was bauen, was Größeres. 12 Uhr könnt ihr. Ne, 12 Uhr ist schon vorbei bei euch, weil ich nehme gerade um 11:07 Uhr. Jetzt ist es bei mir. Also um 12 Uhr kam heute ein interessantes Let's Play, das ich mit Mr. Helm aufnehme. Von einem Spiel, was A 7 Days to Die heißt. Das kennt ihr vielleicht. Auch ein Survival-Titel. Und da kämpfen wir uns durch Zombie-Horden. Okay, im ersten.
im ersten Tag nicht so. Da versuchen wir erstmal zu überleben. Aber du bist der Helm, kennt sich aus und unterstützt mich da sehr gut. Dementsprechend auch ein sehr interessantes Let's Play. Müsst ihr euch mal angucken. Ich mache heute nur Werbung für mich selber, ne? Können wir bei Werbung was anderes machen? Wartet mal, was habe ich denn hier so rumliegen? Da ist eine 3-2-1-Spieletasse, da ist noch eine 3-2-1-Spieletasse. Verdammt. Ich kann nur Werbung für mich machen. Das ist eine leere Bierflasche, da kann ich keine Werbung für machen. Hm. Schwierig, 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 Werbung zu machen. So, wir haben eigentlich noch Bretter, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Ich verwurste erstmal den Baum. Guten Morgen, schreibt da wer. Wer ist es? Herr Haar am Arsch. Ich will mal Herr am Arsch sagen. Aber so will sich ja keiner freiwillig nennen. Zack. Einer lache noch. Erstmal umdrehen. Ich finde die Weste viel zu groß. Aber sie bietet ja auch dementsprechend Schutz. Haben wir einen Airdrop in der Nähe vielleicht? So ganz rein zufällig. Ja, wenn. Boah, am Airfield. Ja, wuh. Vorgeschlagen wurde mir als Location zum Besuchen mal wieder die Burg und das Gefängnis. Das Walking Dead Gefängnis. Was jetzt ja auch wieder seit Montag läuft, ne? The Walking Dead. Ich habe das Sky-Ticket für Serien, aber ich musste leider gestern mit Entsetzen feststellen, dass ich schon in der zweiten Mahnung bin. Und mein Sky zu ist. Ich habe echt Sky nur für dieses Walking Dead gehabt und irgendwie ging es zwar vom PayPal nicht ab und das sieht man also scheiße, ne? Dann kriegst du eine Nachricht von Sky, ihr Kundenkonto, Information, aber das ist eine PDF-Datei, wo dann erst die Mahnung drin ist und das habe ich gelesen, so, oh, zweite Mahnung, habe ich gestern schnell überwiesen und hoffe, dass ich bald Walking Dead gucken kann, da freue ich mich ja immer drauf, ne? Jeden Montag dann The Walking Dead. So, aber jetzt muss die Überweisung erstmal ankommen. Wo kriegst du gar keine Bestätigung? Ja, ich weiß. Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, eine 120 Gigabyte mikrogroße und total billig wirkende, wie so eine alte C64-Kassette. Nee, gar nicht. Kassetten gab es ja gar nicht. So eine Amiga-Kassette, ne? So sah das Ding, sieht die Festplatte irgendwie aus. Ist jetzt das Herzstück meiner Aufnahmen und da läuft jetzt auch die Aufnahme drauf. Und die ist halt schon relativ flink im Gegensatz zu einer 3.0-Festplatte, glaube ich. So. Also eine USB 3.0 externe Festplatte, wo ich sonst immer dran aufnehme. Sieht aus, als ob einer sich bewegen würde. Was war denn nur so ein doofer Schatten? Hör auf, Schatten! So, das ist ja nicht mehr wirklich viel. Das Auto ist fast leer. Das ist echt selten bei mir. So, und die Terrasse, sie wird größer, als ich dachte. Handwerk. Die wird tatsächlich größer, als ich dachte. Ja, du sollst es nehmen. So, Mist, die Bäume sind also weit weg. Da können wir doch, weil wir doch so viel Kofferraumplatz haben, ne? Sollen wir doch mal, aber nicht so geizig, ne? Oder haben wir den, der Trecker, der hat leider nicht so viel Platz, ne? Kannst du relativ wenig reinbunkern. Das ist ja alles. Warum hat der Trecker so wenig Platz? Baum Patrol. So. Dann geht das doch viel schneller. Hör ich gerade ein Pferd? Ich habe ein Pferd gehört. Steffi reitet gerne. Nein, ich höre aber auf. Viel zu viel gute Laune. So, das wird schon maximale Zulast sein. Aber wie gesagt. Also rettungsdienstlich könnt ihr euch auf mich verlassen. Also ihr könnt bei der Arbeit anrufen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Also ich habe da keinen schlechten Ruf, Gott sei Dank. Ne? Fahrermäßig bin ich in Real Life tatsächlich gar kein schlechter Fahrer. Mein Sohn sagt, ich bin ein guter Fahrer. Ne, der ist 9, der kennt sich aus. Also der muss recht haben. Schön ordentlich, ne? Na, ging das jetzt schneller? Das ging wirklich viel schneller. Und dann können die Bäume auch mal ein bisschen weiter weg sein. Dann kannst du das egal sein. Da ist ein Schneemann auf dem Dach. Also fühlt euch noch eingeladen, hier in Timmy Town euch eine Bude zu mieten. Oder auch noch eine zu bauen. Baut, wie ihr Lust habt hier. Ist eine wirre Stadt mittlerweile.
Schiffi, ich muss die Straße oder den Wald laufen, um nicht von umgefahren zu werden. Ihr seid so gemein. Immerhin weiß ich damit, dass sie die Folgen gucken, die hier mitspielen. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie gut besser geht als vorher. So. Wir brauchen einige, ne? Was machst du da, Auto? Hör auf. Und nicht zu vergessen, das Ganze gibt Überlebenspunkte. Wir brauchen noch ein paar Millionen. Also drei reichen, ne? Also die Ecke, die lassen wir da aus, oder? Ja, noch eins auf dem Dach, ne? So. Das ging gut, ne? Das Auto wird wahrscheinlich jetzt stören. Obwohl das eigentlich doof aussieht, wenn man da so eine Ecke freilassen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kann man da was Cooles. Ich habe da eine Idee. Aber wartet erstmal ab, wartet erstmal ab. Das geht ja jetzt. Also mit dem Auto geht es ja 8000 mal schneller, ist ja. Dem ich das auch nicht mit dem Auto zu machen. Hui. Vernichten wir noch eine Birke. Auch was so Schönes, komm. Das muss sein. Oh, ich bin gespannt, was passiert. Jetzt muss auf mich drauf fallen. Mutige Steffi. Wir müssen uns nochmal wieder waschen fahren. Wir sehen schon wieder aus wie Lumpen. Autsch. Da fehlt dann nur einer hier, ne? Boost! Ich brauche kein Motorgeräusch machen. Das macht doch ein Motorgeräusch. Was ist denn da hinten? Für eine Tür. Da. Ist das die Tür nach Hogwarts? Was ist denn heute los, ey? Heute ist wirklich Blödsinn gequatscht. Da. So, wenn es irgendwelche Informationen gibt für nächsten Patch oder so, dann werde ich natürlich sofort raushauen. Und ihr werdet alle Informationen sofort bekommen. Aber momentan weiß ich gar nichts. Also ich habe auch heute noch nicht geguckt im Discord, aber normalerweise kriege ich das auch immer auf dem Handy. Gut, dass die Bäume wieder nachwachsen. Ne? Stell mal vor, die werden weg. Für immer. Als ob sie das mit der kleinen Axt fällen könnte, das Riesenbaumding. Auch schon mein dritter heute. Aber er schmeckt, boah, schmeckt so gut aus dieser 320 Spielertasse, die ihr bei Elbster kaufen könnt. Scheiße. Aber wir können zerteilen und Holzplanken machen und in der Hand nehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Planken, Planken, Planken. Da. Jo, C3 looten. Was? Wo ist C3? Wir müssen C3 töten gehen. Ne, da gehe ich heute nicht nochmal hin. Wir haben ja die Tauchaktion erledigt. Und das eine Brett kriegst du doch noch rein, oder? Der hat echt ein bisschen HP verloren, ne? Oder war das schon vorher weg? Ich dachte, was für den Grill. Der Grill kann ja nicht auf dem Holz stehen. Das sieht einfach voll komisch aus. Sag mal, aber das mit den... mit den Survival-Punkten sieht aus, als ob das eigentlich niemals machbar ist, eine Million zu bekommen. Hä? Was sind alle? Achso, wollte ich schon sagen. So, ich hoffe, die sind nicht so weit weg. Das wäre natürlich blöd. Aber die fliegen ja eh immer rum. So, Holzbretter zerteilen.
Zack. Ernsthaft? Aber wie weit die Bretter greifen, ne? Das lacht auf dem Auto. Das eine. Aber das ging jetzt echt schnell. Nein, ich habe keine Werkzeugkiste mehr, oder? Habe ich noch im Auto irgendwas? Nö, ich weiß doch, dass es leer war. Aber irgendwo habe ich bestimmt noch eine Werkzeugkiste. Ja, ich kriege ja immer welche gespendet, ne? Sagen wir mal so. Ich habe noch Werkzeug. Boah, was sind hier alles drin? Heftig. Einfach mal alles. Oh, guck mal, 30 Schuss. Nehme ich mit. Dankend angenommen. Köpfe, Ziegenköpfe. Wie gesagt, ich muss immer noch die Ziege selber jagen. Das ist wichtig, das brauche ich auch. Ich glaube, man kann zwei installieren. Es lohnt sich immer ab und zu mehr reinzuschauen. Ne? Guck, Bretter hatten wir ja auch noch, logisch. Gut, und die Pfeilkiste haben wir gerade reingeguckt. Was haben wir denn hier für Bögen drin? Blackhawk und Mohawk. So. Stimmt, wir hatten den Chally ganz vergessen auf dem Ding, ne? Ich hatte auch noch nie zwei dran, ne? Ohne Witz. Das müssen wir einmal testen, so leid mir das tut. Wo sind denn beide jetzt? Ah, da unten ist einer. Naja, ein bisschen leiser ist er tatsächlich. Sieben Tage. So, hat denn schon von euch einer einen Schatz gefunden? Und ausgebuddelt. Ach, das finde ich immer. Aber wo willst du Schätze suchen gehen? Das wäre mal so richtig geil. Ich denke, an High-Loot-Spots wirst du schon coole Ecken finden. So, was könnte man denn jetzt hier hinbauen, dass das aussieht, wie als ob das extra für den Grill auch da ist? Ein Haus, ein Fernseher, ein Stuhlentisch, ne? Ein Teppich. Aber du hast ja nur die Foundation, mehr ist das ja nicht. Watchtower wird, glaube ich, nie aussehen. Da kannst du wahrscheinlich auch keinen Grill dann draufsetzen. Außerdem ist der rot. Warum? Ist hier noch ein Brett am Liegen? Habe ich hier ein Brett? Nö, ist nichts am Liegen. Warum ist der rot? Darf ich hier gar nicht mehr bauen, oder was? Spikes werden ziemlich dämlich. Wooden Plattform. Ja, das bringt ja nichts. Muss ja eine Wand machen. Auch doof, ne? Vor allem, was du dafür brauchst. Oh, nein, das war Verschwendung. Terrasse ist es halt, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja leider keine Art Zaun, ne? Oh Gott. Ja, es geht nicht auf voll. Wieso geht es nicht an der Kante hier? Also, wenn du jetzt hier an der Kante ganz viele Kreuze machen würdest, würde es ja aussehen wie ein Zaun. Aber das wäre kein schöner Zaun. Das wäre irgendwie so ein trauriger Zaun. Den will man ja gar nicht haben. So, Sitzbänke, da kann man doch gleich aussitzen. Ach, guck mal, jetzt haben sie angezeigt, wo welche Richtung man guckt. Wird eine Sitzbank als Zaun so halbwegs hinhauen? Aber dann wird man sich halt draufsetzen, das ist auch blöd. Gucken wir, was wir noch haben. Man muss ja halt viel von setzen, das ist das Doofe, ne? Stacheldraht. Jo, kommst du nicht aus meiner Pinte raus? Du musst jetzt hier einkaufen, wie du willst. Tonnenweise, diese doofen Schränke. Fünf fucking Bretter. Wird das eine schöne Abgrenzung sein? Das ist die Frage der Fragen, ja? Warum hebe ich das denn auf? Das ist ein Blödsinn. Das heißt nur ein Test. Das ist nur ein Test. Nicht erschrecken. Ich werde jetzt keine 400 Schränke hier hinsetzen. Nochmal gucken, wie die Möglichkeiten hier so sind. Ich ziehe gleich wieder mein Headset-Kabel raus. Sieht auf jeden Fall lustig aus, ne? So ein Schrank. So ein Navigate. Boah. Aber dieses Brett hat er teilen. Zack. Ach, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Auch wieder allzu viel zu reparieren dann, ne?
Obwohl man damit tatsächlich vielleicht sogar eine Art Stufen machen könnte. Naja, kannst du nicht. Weil die haben also gar keine Bewandtnis, ne, diese Dinger. Wie sieht es überhaupt hier drin aus? Also die Bar gefällt mir. Als Bar ist das völlig in Ordnung. Da freue ich mich auch schon, wenn wir mal wirklich Gäste haben. Dann serviere ich. Dann serviere ich hier feinstes Essen, feinste Getränke. Ist ja Alkohol drin, da müssen wir aufpassen, damit hier die Kinder nicht drankommen. Zucker im Paket sogar. Schniggers auch. Leere Gläser. So. Hier der abgesicherte Bereich. Mit Minderjährigen nicht am Schnappo kommen. Schwachsinn. Und die Long Drinks. So. Alles essen. Einfach so. Calcium. Ich muss irgendwas mit Milch trinken. Wegen Käse-Milch-Scheiße. So, ja. Wir sind sehr verantwortungsbewusst. Bei uns wird der Alk weggeschlürfen. 100%. Mal die Kiste, wie alt ist sie eigentlich schon? Ach, die hat doch Fett. Fett, fett. Also mache ich dann ein Event und alles ist kaputt. Während wir dann hier Party machen, fällt alles auseinander. Zack, zack. Ah, hier die Tische. Gut, dass man nicht jetzt jeden Stuhl einzeln reparieren muss. Das ist echt angenehm. Haben wir hier nochmal drin? Alter. Also es wird für alles gesorgt. Genau. Wir müssen ja uns immer noch um den oben kümmern. Alter, wird das hier immer mehr? Irre. Ich habe fast keinen Platz mehr hier. Wie geil. Freue mich, dass so eigentlich solch ein Angebot gerne genommen wird, ne? Wie gesagt, das sind die, die dann hier pennen, ne? So, gut. Wie gesagt, Terrasse, Grill. Was haben wir denn für Form? Wartet mal. Als Grill können wir bauen. Wir haben ja nur den einen Grill, aber den finde ich gerade nicht. Ja, aber wenn du das schon dahin baust, dann kannst du wahrscheinlich den Grill nicht mehr hinhauen, ne? Ich habe irgendwo Felle gesehen. Oder Haut. Testen wir mal kurz. Hey! Auch hier in einer Kiste mit den Köpfen, ne? Wie das kommt, spawnt. Warum auch immer die jetzt nachspawnen müssen, da ist eine Pelle. Weil das einfach voll unlogisch ist. Auf dem Teppich Feuer machen ist auch unlogisch, aber. Handwerk, wo ist denn jetzt der Grill? Da. Dafür brauchen wir erstmal eine Feuerstelle. Die geht tatsächlich noch drauf. Irre. Kommt her, Steinchen. Ich hätte heute voll Bock auf die Burg. Ich muss ja wohl langsam beeilen. Sind wir da nur am Rumbauen? Noch Steine in der Tasche, weg damit, weg damit. Nee, das waren die. Doch, das sind die richtigen Büsche, ne? Vier waren das, oder? So.
Denkt an die Survival-Punkte, die Steffi macht. Das ist das Allerwichtigste vom Wichtigen. Immer noch 17%. Da passiert einfach nichts. Und in der Bauchtasche ein. So. Nimm die Beine in die Hand und gib Gummi. Habe ich Seife dabei? Ja, habe ich. Falls wir mal Waschenmöglichkeiten bekommen. Ach so, Anzünder fehlt noch, ne? Ja, Himmel, Herrgott. Den muss ich jetzt fertig machen. Hier ist nichts mehr drin mit Anziehsachen, ne? Anzünder. Da kannst du ja so viele verschiedene Sachen nehmen können. Brauch mal eine Keule, einfach so. Weil ich Lust habe, eine Keule zu bauen. So, hab eine Keule gebaut. So, hier sind überall Kisten. Da wird ja irgendwas mit Anzündermäßiges drin sein. Wir bedienen uns einfach. Ach, Gottes Willen. Ich glaube, Fett geht nicht. Metallschrötchen. Das ist die Kiste von gerade, oder? Ja. Scheinen noch einige Hütten frei zu sein. Zimmer frei. Ich wollte das Zelt looten. Mal gucken, Quad. Gib mir doch jetzt was zum Anzünden. Noch ein Kopf. Ach so. Ja, hallo. Moin. Hast aber einen schönen Hut. Ich habe noch ein paar mitgebracht. mach für die Party. Habe ich alles in die Kiste schon gepackt, den Sprit. Okay, super. Ah, oh, die Bar ist gut ausgerüstet mittlerweile. Ja. Also am Wochenende habe ich einen Plan. Da wird es ein bisschen Action geben. Ja, ich habe noch bis Montag frei. Der ist ja perfekt. Wer bist du genau? Ich bin der kleine Stern, Star Wars Andy. Der kleine Stern Star Wars Andy, mein Gott. Ja, Star Wars Andy und weiblicher Charakter, das passt nicht. Okay. Da hast du wahrhaftig recht, obwohl du könntest auch Prinzessin Leia sein. Ja. Aber kleiner Stern, das ist ja hier von auch noch von Star Wars. Oder die allseits beliebte Rose. Rose, ja. Die mag keinen. Die mag doch keiner. Ich muss weitermachen, ich brauche Holz. Ich muss nur kurz was im Anzünden machen, damit ich meine Feuerstelle für dich habe und dann gehe ich ein bisschen looten. Bin ich hier schon genau. Da. Wie auch immer der das baut. Oder sie. Es wird schon wieder dunkel. Hä? Wo ist er hin? Ich kann ihn nicht sehen, weil ich mit dem Rücken zu ihm bin. Da hätten sich Hesco-Boxen als Mauer, aber das ist ein bisschen radikal, oder? Also diese Steinboxen. Feuerstelle steht schon mal. Da könntest du doch schon mal grob den Grill drauf packen. Aber den baue ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Dass man den bauen darf, wie man will, ne? Der Teppichgrill. Danke. Jo, ich fahr dann mal wieder. Alter, hier ist ein Holz drin. Alles klar. Viel Glück und pass auf dich auf. Ja. Also, jetzt nochmal zur Frage an die Community. Der Grill ist natürlich safe, ne? Der passt schon mal. Hier kommt noch eine ordentliche Sitzgarnitur hin. Ich würde das so ein bisschen Bayern-Zelt-mäßig machen. Ist ja auch nicht so teuer in der Herstellung. Tisch, Bank. Tisch, Bank, Tisch, Bank, Tisch, Bank, Tisch, Bank, Tisch, Bank. Hier drin sind ja Stühle. Und wie gesagt, hier draußen vielleicht tatsächlich hier diese Schränke, was relativ viel Arbeit wäre, als Zaun. Oder was auch immer das ist. Gut.
Ich muss ja mal kurz zu Hause zumachen. Schneller. So. Wir haben mal wieder keinen Airdrop in der Nähe. Ach, das ist immer ärgerlich. Bei B3 und 8 Ultra weit. Ultra. Wir könnten tatsächlich die Ritterburg jetzt doch einmal schnell angucken. Wir haben ja noch 20 Minuten knapp Zeit. 30 Minuten würde ich sagen. Und ich habe, seitdem ich einen Ziegenkopf will, eigentlich keine Ziege mehr auf dem Schirm gehabt. Ne? Bis auf einmal, die hier so ein bisschen rumgebackt ist. Aber Ritterburg wissen wir. Wow, das geht schon wieder los. Dass die ja eine ziemlich geile Ecke ist. Und die ist auch nicht ganz so weit. Die ist ja sehr zentral, sehr mittig. Das wird nicht gut gehen. Oder wenn ich diese Straße folge, komme ich da grob hin. Mal schauen. Nein. Boah, jetzt springen wir. In unser Verderben. Hui. 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 Oho. So, und außerdem unsere RTWs, ne, unsere Rettungswagen sind bei 140 gedrosselt, ne, also können auch nur so schnell fahren wie ich hier. Muss aber auch sein bei den Dingern, ey. Die sind dann so windempfindlich und steuerempfindlich, diese Kastenwagen. Aber fahren sich wie Autos. Ich muss sagen, er ist schon ein bisschen größer, so ein Rettungswagen, wenn man den selber fährt. Aber ich musste dafür den LKW-Führerschein machen, der war völlig überflüssig. Im Endeffekt fährt sich das ja wie ein Auto, weil es ja jetzt auch kein Sattelschlepper, den man da fährt. Das ist für eine komische Ecke. Hier wohnt aber einer. Sieht einen schönen Hof. Gesaved. Das wird nichts. Boah, das wird garantiert nichts. Aber ich habe gut abgewegt. Ich habe mich entschieden für einen Baum, der weniger Schaden verursacht hat. Ja, ich wusste nicht, wie mich ausweichen soll. Ein Stein oder Baum. Oh, manchmal verliert man aber auch viel HP, ne? Wow, wow, wow. Aber eigentlich perfekte Situation. Denn wir haben ja ein kleines Hygieneproblem. Vor allen Dingen die Leggings, die ist schon uralt. In der Zeit kann ich gegen meine Prinzipien verstoßen. SSD vergessen habe, ey. 120 GB jetzt. Ist doch auch in Ordnung. So, die ist schon mal nass und sauber. Hm. Der wird ja nicht besser, aber wir waschen ihn mal. Den alten Schlüpper. Die Weste habe ich noch nie gewaschen. Keine Ahnung, ob die sauberer wird. Naja, die wird immer eher nass, ne? Das war's. Schweinchen, da ist es. Was fällt noch auf? Die Schuhe. Hm. Je länger es dauert, desto dreckiger waren die. Da noch den Rucksack und den Schemack, das war's. Obwohl der pinke Pulli, der könnte auch einen neuen Glanz erstrahlen. Alter, wie lange dauert das denn? Wollte zur Burg.
Also ein Schemerk muss dreckig sein. Alter, was, ich habe schon vergessen, was wir waschen gerade. Hier. Gott sei Dank. Was hat das Waschen eigentlich für einen Hintergrund? Eigentlich noch null, ne? Wir kriegen ja keine Erkrankung, wenn wir dreckig sind. Noch nicht jedenfalls. Auf jeden Fall frisch gewaschen, aber nicht geduscht. Oh, wenn die sowas alles einbringen würden, dass man sich mal duschen muss und sowas, ne? Weil man sonst stinkt und die Zombies einen besser riechen. Boah, habt ihr da noch mehr coole Ideen? Ab in die Kommentare damit. Was würdet ihr gerne als Krankheitsbilder und als Probleme haben hier im Spiel? Was den Charakter so in Real Life halt verrät, ne? Also wie gesagt, nicht waschen, mehr stinken. Dann kannst du halt dich schlechter vor Zombies verstecken, weil die haben ja einen unglaublich krassen Geruchssinn, glaube ich. Oh, ich dachte, da kann man durchfahren. Scheiße. Die weiße Pflanze hier. Da kannst du nämlich durchfahren. Ja. Also mir fällt da jetzt... Mir fällt nur Waschen ein. Was könnte noch Cooles geben? Wie gesagt, Kommentare. Dann können wir vielleicht wieder eine neue Liste machen für den Entwickler, was wir gerne hätten. An Erkrankungen etc. Oh, das ist aber alles noch sehr weit, ne? Ich schaff das wahrscheinlich gar nicht. Boah, wo ist denn da ein Stein? Ach, der Baum. Mini-Tanne. Würdest du mal mit dem Auto unterwegs sein, dann... bist du mit dem Auto unterwegs. Oh, Straße. Ich bräuchte noch mehr Garagen irgendwie, die ich mir claim irgendwo. Das würde eher Sinn machen, ne? Dass ich dann auch mal zwischenparken kann, weil ich muss ja immer den Rückweg nach Hause mit einkalkulieren. Ich habe ja jetzt 200 Rumpel, ich bräuchte noch ein paar mehr. Das wird vielleicht ein goldenes Schloss. Ne, das kostet 200, ne? In so eine Garage packen. Aber wenn ich in einem Video ein Auto parke, da wisst ihr, was passiert, ne? Dann will sich einer holen. Da kannst du machen, was du willst. Das ist ja leider so. Ich glaube, ich loote mal die Ortschaft da. Mal gucken, was wir finden. Vielleicht so eine zentrale Garage für mich? Wow, kannst nicht mehr bremsen. Das Eis hier auf der Straße. Man kann die ja langsamer fahren. Das wäre noch eine Option. Aber die finde ich uncool. Außerdem nehme ich jetzt mit 50.000 Kilobits auf. Also eine Bildqualität müsste eigentlich schon besser geworden sein. Ich will mal in 4K aufnehmen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das einstellen kann. Jetzt mit der SSD müsste es möglich sein. Das ging auf der 3.0 Festplatte nicht. Da hat es nur geruckelt. Ich habe es einmal gemacht und ich habe schon wieder vergessen, wo das war. Da kommen die Daten halt so schnell angeflogen. In 4K. Das sieht dann halt auch episch gut aus. Ne? Also das sieht wirklich aus, als ob du selber spielst. Und bei den Aufnahmen selber sehe ich ja auch, dass es nicht so schön aussieht, als ob man selber spielt. Ne? Wir gehen direkt zur Polizei. Ist mal doof, wenn jetzt reinfährst, hört dich jeder, der da ist. Ne? Ich mag die Ortschaft, ich weiß gar nicht warum. Zombies wären jetzt ganz cool wegen... Hier sind wir ziemlich zentral. Wenn man sich hier nochmal so eine kleine Hütte macht, so eine kleine Garage mietet sozusagen, wäre das doch ganz gut, oder? Schon lange keine Polizei mehr gelootet, merke ich gerade so beim Looten. Oder reingehen. Eine Büroklammer. Irgendwas musst du mit deinen Ruhmpunkten hier anstellen, ne? Außer Events machen. Warte mal, wenn der nächste kommt, soll er vernünftige Sachen finden und nicht den Mist hier. Wenn es möglich ist. Da will ich gar nicht reingucken. Flupen. Wow. Ich finde die super selten, die Munition, ne?
Dieser komische Licht hier, Effekt. Da könnten wir tatsächlich mal austauschen. Dann haben wir wirklich mal was genutzt hier. Wie so eine alte muffige Axt. Habe ich irgendwas in der Hand? Ach, die Seife noch die ganze Zeit. Die ist nur bei 4. Steffi ist live für dich da. Wer sich daran ergötzen will und sich damit auch einreiben möchte, der kann sie jetzt nicht holen. Das Server startet aber in 15 Minuten neu. Dann ist die Seife auch weg. So, ich glaube, die muss schon wieder pipi oder ah. MP5, ja. Habe ich im Auto sogar. Scheiße, da ist ja eh nie was drin. Ich weiß, warum ich da immer wieder reingucke. Nein, weil hier sind so oft diese Weihnachtsbekleidung drin. Ist ja bald wieder soweit. Hat sich der Entwickler komplett dieses Weihnachten erspart, als extra was reinzumachen, weil die sind ja immer noch drin. Das Dach lasse ich auch immer gerne aus. Da ist tatsächlich sogar mal interessant, drauf zu schauen. Manchmal liegt hier was. Da ist zum Beispiel was. Kleines? Dot? Nee. Blöde Munition. Ohne Staden kommt man hier nicht runter. Also gesprungen jedenfalls. Kam jetzt ja ohne Schaden die Treppe runtergelaufen. Das habe ich ja gut gemacht. So, eine Küche haben wir hier noch, ne? Wer weiß. Was haben wir letztes Mal gesucht? Sahne ohne Ende. Das ist nicht die Küche. Was hat eine Küche, die Polizei? Mit separaten Eingang und Klo. Nee, die hat keine. Bis jetzt habe ich, glaube ich, noch nichts Verpeiltes gemacht, ne? Schlimmes. Ich suche eigentlich gar nichts. Nein. Ah, oh, da ist ein Zombie. Ich höre einen Brummen. Ich habe einen gehört. Haben wir gleich ein Brrrr gemacht. Tolle Sachen im Markt. Geht schnell los. Eigentlich mal so ein Friedenszeichen, oder? Aber wo sind denn die doofen Zombies? Wer wird freiwillig hier Feuerwerk starten, wenn er in der Stadt ist? Ich höre ein Schwein. Ich glaube, ich habe ein Schwein gehört. Das war's. Wie komme ich jetzt schnell an Ruhmpunkte, verflucht? Aber wo ist denn die Küche? Wetten, ich finde Sahne. Salz? Ich habe mir gedacht schon. Eine Jans, aber das ist so eine. Sowas findet man natürlich gern, ne? Nein, 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 nein. Das ist klar, dass in der Bauchtasche drin war. Jetzt einer kommt. Ich denke, der hat eine Wurzel. So. Nein, nicht so eskalierend wirken. Schmeiß mal schnell den Karren rein. Schweinchen, Schwein. Das habe ich jetzt gehört. Ein Zombie wäre mir natürlich jetzt lieber, den wir ein paar Mal im Bein ballern können und sowas, ne? Also mit einem Pfeil. Aber die sind hier nicht gerade da gut vertreten.
Claim könnte ich eine mit 100, aber dann würden mir immer noch fast 60, also über 60 fehlen. Das ist das Blöde. Boah, geil, er fehlt. Aber wie komme ich jetzt an Ruhmpunkte, ohne dass ich großen Aufwand betreibe? Scheiße. Ich brauche 300. Um eine zentrale Garage zu mieten. Mit einlächerlichen goldenen Schloss erstmal drin. Aber so hätten wir die Möglichkeit, so einen Zwischenhalt zu machen, ja? Und nicht immer bis nach Hause fahren zu müssen. Das würde uns die Folgen noch versüßen. Keine Chance. Aber wie kommt mich jetzt an Fame Points? Was ist denn das da hin? Ach, das ist die Safe Zone, die leuchtet blau. Siehst du bis hier, ey? Das ist Timmy Town, ne? Oder ist da hinten Timmy Town? Ne, das ist Timmy Town da. Sollen wir mal runtergucken mit dem Scope? Ups, ich wollte zoomen. Was Blödsinn. Sieht nicht so spektakulär aus. Vor allem, was dunkel wird. Eher blöd. Das könnten wir als Ziel setzen, uns für die nächsten Folgen irgendwann mal uns eine Garage zu mieten. Wir sind jetzt auch ziemlich nah an der Burg, ne? Okay, jetzt überschlage ich mich wieder mit meinen eigenen Ideen. Ja, wir fahren auf die Burg zu. Auf die Burg. Natürlich querfeldein, da unten ist er. Ich finde die Burg einfach genial, muss ich zugeben, weil das ist einfach, ich liebe Mittelalter. Problem ist, ich muss gleich nach Hause. Es wird dunkel und es ist alles Kacke dann. Boah, das ist ein fetter Stein. So ein ganz netter Spieler, der dein Auto dann einfach in den Fluss da fährt. Halbwegs verstecken. Tarnen und täuschen. Ein paar Schritte oder so. Komm, zwei Türme, gucken uns noch an. Ja, zufällig so nah der Burg gekommen. Wenn jetzt einen sehen will, dass er da klauen will. Was ist das denn? Bam, 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 bam. Hä? Das könnte so den ganzen Tag bleiben, wir stehen. Irgendwann findet einer das Auto und denkt so, juhu! Und dann killt sie ihn einfach, wie gemein das wäre. Die schwarze Leggings. Die weiße, die fehlt mir ja, ne? Die will ich ja gerne wieder haben. Sehr verwinkelt und schwierig hier durchzukommen. Die weiße Leggings. Ach, ich vermisse sie. Aber ich finde die jetzt auch hier mit den Wüstentalen eigentlich ziemlich cool. Was warst du für ein Bogen? Kodiak.
heißen Bogen eigentlich irgendwie so? Weiß es gar nicht. Du musst Pipi. Du musst wirklich Pipi. Schade. Das war nicht so geschickt. Wunde muss geheilt werden. Kannst du machen, was du willst. Ach, das war auch wieder zu hoch. Ah, Gott sei Dank. Okay, Wunde ist geheilt. Wir haben ordentlich HP verloren. Und ich muss irgendwie an 100 Ruhmpunkte nicht mal. Ich habe jetzt nur genau 60 Ruhmpunkte fehlen. Da kommen Ruhmpunkte angeflogen. Ist ja ein Zufall. Was kostet er die guten Pfeile? Das ist der Mist. Ich hoffe, er nimmt die Metallpfeile, die Dame. Ach nee, ne? Da kommen Ruhmpunkte. Ja, ich versuche nochmal geschickt, die mitzunehmen. Und es fehlen nur noch 50. Knapp. Angeschlossen per NC1, vorsichtig. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, ne? Wetten, das ist der Turm, wo ich schon war. Da kann man schon wieder, da kann man Geld drauf wetten. Nee, war er noch nicht. Weiße Leggings. Ich niede dich. Immer in Socken. So, wir müssen mal Pipi. Pinkeln wir einfach mal hier runter. Und dann kommt ein Spieler. Das für eine Überraschung wäre, ne? Boah, bin ich in einer Kante. Er hält sich nur noch mit einem großen Zehennagel, hält sie sich da fest. Natrium? 610, wow. Will nicht da runterlaufen, ja, das ist mir zu tief. Okay, aber eben, wie komme ich jetzt an doofe Ruhmpunkte? Ist alles so finster jetzt? Ja, der Osten ist cool. Mit dem Bogen mache ich nicht mehr die dicken Ruhmpunkte. Das ist auch nicht so schön. Bäume fällen, rumkrabbeln. Das macht ja alles noch Ruhmpunkte. Boxen. Aber Boxen mit Schiss. Wow. Die Kuh haben wir ja nicht gekriegt. Achso, warte mal. Dann seht ihr ja auch was. Südwesten, das ist absolut falsch. Arup. Das ist so ein anderes Feeling, das Fahren, ne, in der Nacht. Ich glaube, das müsste Richtung Timitown gehen, oder? Ja. Man kennt ja schon seine Map. So grob. Ist am Airdrop explodiert. Also Airdrops habe ich ewig lang nicht mehr in meine Nähe gehabt, ne? Wir sind ja immer noch hier sehr zentral. Und weiß ich, ob in Timitown noch eine Garage offen ist, ich denke eher nicht. Ja,
claimen, wir tun sie mal die Zombies clearen, aber hier sind noch zwei. Mal gucken, was wir daraus machen können. Die wehren sich ja nicht wirklich. Oh, meine Frau ist ja da. 50. Machen wir mit Eagle. Treffe ich überhaupt? Ziemlich meine guten Pfeile, ja? Ich will die jetzt irgendwie nicht verpulvern. Der ist gleich umgefallen? Okay. Der ist auch umgefallen. Das war zu leicht. Oh, ist das dunkel. Ich bin getroffen, guter Mann. Ein Bein und du stirbst? Das sind nur die Metallpfeile gewesen. Ich krieg keine Ruhmpunkte mehr, Mann. So, wie viele hast du jetzt? Oh. Ah, oh, das sind die guten. Mist. Ein paar weggeflogen, die finde ich sowieso nicht mehr. Gut. 51. Es fehlen noch 49 fucking Ruhmpunkte. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Wir können ja vielleicht ein bisschen rumgleiten. Warte mal. Drück den richtigen Knopf. Mal gucken, ob das Ruhmpunkte gibt, aber das wird ja ewig dauern. Aufmerksamkeit. Da habe ich schon 60%, aber nur 100.000. Ich habe mein Gebüsch. Ey, läuft doch nicht von alleine. Die läuft von alleine, verdammt. 12 Uhr schon? Oh Gott. Okay. Das ist nicht gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bringe das Auto in Sicherheit.